Und mit diesem wunderschönen Anblick begrüße ich euch herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir den Turm von Elden aktiviert. Und für diesen Part habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir uns dieses schöne, aber dennoch auch nicht ganz ungefährliche neue Gebiet etwas genauer angucken. Und eventuell auch in diesen Schrein hier gehen. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich glaube fast, der Turm da ist doch ein bisschen weit weg, oder? Das ist irgendwie so ein, so ein bisschen wie eine Burg. Sieht das aus, das ist nur so eine Ruine. Da führt dann so einen schönen Weg hoch. Habe ich den eigentlich schon markiert? Ja, ne? Ja, das ist der. Nee, ich fürchte fast, der ist ein bisschen weit weg. Wobei, wir gucken einfach mal. Aber zunächst würde ich sagen, fliege ich einfach mal in Richtung Schrein. Mist, ich habe mein Parasegel ein bisschen früh geöffnet. Ich glaube, da sollte ich aber nicht hin, weil da ist es dann fast wieder zu heiß, ne? Oder kann ich da hin kurz? Doch, das geht scheinbar noch. Ich darf mich hier der Lava natürlich nicht zu sehr nähern. So, dann mache ich hier mal ein Päuschen. Und springe dann einfach weiter. Ein Wächter. Ach, hallo, die gibt's hier auch. Du meine Güte. Es wird ja besser und besser. Ich weiß nicht, aber ich finde dieses Gebiet wirklich wunderschön. Klar, es ist natürlich sehr kahl und trist, aber dadurch irgendwie ja auch mal was anderes. Nicht so irgendwie so ein Waldgebiet, sondern halt komplett ja, was anderes. Da haben wir eine Brücke. Oh, meine Ausdauer. Okay, zum Glück haben wir es unbeschadet überstanden. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass meine Ausdauer schlapp gemacht hat mit dem Parasegel. So, was nehmen wir denn da mal Schönes? Haben wir nicht noch einen Knochen oder so? Nee, natürlich nicht. Perfekt und tschüss. Dann als nächstes, ja, bin ich ja gezwungen, den Boomerang zu nehmen, den man übrigens mit R werfen kann. Habe ich jetzt im Ladebildschirm gelesen. Hallo? Da. Oh, guck mal, da ist ein Arm. Den hätte ich ganz gerne. Rutscht der einfach den Abhang runter, oder? Oh, das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Oder hat er den wirklich angezogen irgendwie? Wie auch immer. Oh, oh. Mist. Mist. Ja, perfekt. Okay, schön. Hätte ich noch geschickter machen können, ich weiß. Aber jetzt ist ja Ruhe hier, zum Glück. Gut, perfekt. Sammeln wir den ganzen Stuff ein. Dann haben wir noch einen Ritterbogen. Muss ich mal schauen, ob wir für den Verwendung haben. Das weiß ich nicht. Haben wir... Ach, guck mal. Ach, der ist stärker. Dann natürlich, ja. Dann nehmen wir den gerne mit. So, Moment. Da ist der Stall und da ist der Schrein. Genau, richtig. Ach, perfekt. Guck mal. Was haben wir da unten? Auch irgendwie so... Ja. Ein Loch irgendwie. Aha, und da haben wir Erze. Also ein Fall für unsere Axt. Wir brauchen dringend eine neue Axt. Beziehungsweise Eisenhammer oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich glaube, in dem Gebiet kann man schon ganz gut... ja. So Erze finden, glaube ich. Habe ich einen Eindruck. Was ist das? Okay, eine Gegnerbasis ohne Gegner. Oder vielleicht sind die gerade einfach nicht sichtbar. So, elegant gleiten wir zum Stall. Der Stall am Berge. Ach was, das sagt mir... Ah, hallo, wer ist das denn? Schönen guten Tag, kleinen Moment mal. Stall der Berge, das sagt mir was. Irgendwie gab es doch da eine Quest aus dem DLC, glaube ich sogar. Irgendwie, Stall der Berge, das kenne ich. Warte mal, nee, nein, das ist alles nicht. Kakariko, weil der Krox vergisst das Plateau. Ach, das sind die Hauptziele, da bin ich sowieso falsch. Nebenaufgaben, Stall der Hochebene. Dorfruinen, Dorfruinen, Stall des Waldes, Stall von Südakala, Hyrule, Stallruinen, Hyrule, ne, ne, Hateno, Hateno, Wald von Hyrule, ne,
Stall der Zwillingsberge. Hm. Scheinbar ja doch nicht. Aber irgendwo habe ich diese Gebietsbezeichnung bzw. diesen Namen schon mal gehört. Hm. Okay. Dann nicht. Weiß ich nicht, dann war das irgendwie anders. Aber wen haben wir denn da? Ah. Kashiwa. Wie wäre es mit einem Lied, Reisender? Nanu, das an deiner Hüfte. Ach, ist es nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... Wer bist du denn? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Ja, die kenne ich eigentlich schon ein bisschen. Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Eines der bekannteren Lieder, dieser Lieder handelt von einem Helden, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abwehrte. Möchtest du das alte Heldenlied hören, das mein Meister mich gelehrt hat? Klar. Mit Vergnügen, legen wir los. Ach was. Hyrule, stolze Blüte unserer Welt, wurde seit eh vom Bösen gequält. Das immer wiederkehrende Unheilssame, Ganon die Verheerung war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurden ihm Schützer geboren. Ein Ritter mit des Heldenblut, die Prinzessin mit der Göttinblut, gemeinsam trotzen sie Ganons Wut. Kunde der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern enthalten. Und hier nun folgt ein glorreicher Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Das mächtige Hyrule konnte alles wagen, brauchte nicht einmal vor Monstern zagen. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Eine große Armee beflissener Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampf dienen. Man baute Tiere, mächtiger als wir ahnen, von riesiger Größe, die heiligen Titanen. Dazu Maschinen, selbsttätige Fechter, ihre eifrige Schar nannte man Wächter. Und die mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter Titanen, das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Die Verheerung erwachte und wütete wild. Es war ein schreckenerregendes Bild. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut. Er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten, des Helden Bandschwert durchbohrte ihn und durch der Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen. So endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Sehr, sehr schön auf jeden Fall, aber da war jetzt gar nicht die Rede davon, dass sich die Wächter und die Titanen, wobei die Wächter eher, sich ja eigentlich dann gegen Hyrule gewendet haben und für Ganon gekämpft haben. Vielleicht erfahren wir das eines Tages in einem anderen Lied. War aber auf jeden Fall sehr schön aufgemacht, hat mir sehr gut gefallen. Danke fürs Zuhören.
wenn ihr wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, komm vorbei. Okay. Vielleicht jetzt schon? Sag mal, möchtest du ein Lied von mir anhören? Ja klar, möchten wir. Mit Vergnügen, legen wir los. Ist es dasselbe oder ein anderes? Das ist dasselbe, ne? Ich glaube, das ist das gleiche Lied. Ja. Darf ich überspringen? Nee. Doch, mit Plus. Okay. Dankeschön. Danke auf jeden Fall, aber wir haben es ja schon einmal gehört. Aber das ist schon mal interessant. Also der Knabe kann uns eventuell noch mehr Lieder singen. Finde ich sehr cool, dass man so die Geschichte nochmal auf eine ganz andere Weise sehen kann. Oh, hallo, eine Meisteraxt. Meine Rufe wurden gehört. Was kann denn weg? Wir haben Knochen noch, ne? Die können auf jeden Fall weg. Ja, das... Tschüss. Danke sehr. Jetzt kann ich wieder ohne schlechtem Gewissen Erze, ja, einsammeln. Und da haben wir noch einen Eisenhammer. Den nehme ich eigentlich auch mit. Dafür kommt dann... Ja, wobei... Ah, Mist. Ja, der kommt weg. So. Ah, da können wir auch kochen. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so viel, aber ein bisschen... Nee, verdammt. Ein bisschen was haben wir ja, glaube ich, oder? Geflügel haben wir. Wir haben ja diese Emus da umgebracht. Ein bisschen was haben wir. Ach, guck mal. Mehr als sogar ein bisschen. Gut, sehr schön. In die Hand. Nochmal. Dazu gibt es einen Bernstein. Nee. Ausdauer. Ausdauerhonig können wir dazu machen. Und das gibt Ausdauer-Festtagsgulasch. Oh, füll die Ausdauer auf. Ein mit Honig veredeltes Fleischgericht. Viel saftiger als herkömmliches geröstetes Fleisch. Sehr lecker. Dann machen wir einfach ein einfaches Fleischspieß. Das können wir mehrmals machen, würde ich sagen. Aber vielleicht... Ah doch, das dann eher mit Edelgeflügel. Einfach, weil wir uns ein bisschen heilen wollen. Saftiger Spieß mit Fleisch, das mit Liebe gegrillt wurde. Ja, der Link, der alles, was er macht, tut er mit Liebe. Ob er gar nun ein Dolch, oder nein, nicht Dolch, ein Schwert ins Herz rammt, auch das tut er mit Liebe. So, warte mal, jetzt will ich doch zum ersten Mal probieren, Medizin herzustellen. Warte mal. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich in die Hand... Was passiert, wenn ich das reintue? Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nichts für Zartbeseitete. Oh, ist sogar verpixelt. Ach du meine Güte. Das ist nicht jugendfrei, was ich da gezaubert habe. Muss ich das noch mit anderen Sachen mischen? Warte mal, machen wir mal das. Gemischt mit einem... Mit einer Spurtechse. Was gibt das? Spurtmedizin, siehst du, wusste ich doch. Also wir brauchen einen Schleim und dann noch irgendwas, ein Getier oder etwas, was einen Effekt hat. Ach, verstehe. Der Spurteffekt, Level 1, stimuliert die Nerven, sodass all deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Okay, das ist schon mal sehr cool. Dann nehmen wir davon eins. Davon eins. Und das ist wie eine dubiose Matsche geworden. Warum das? Wenn ich den einfach reinwerfe? Wie ist das? Auch eine dubiose Matsche. Warte mal. Okay, scheinbar nicht. Scheinbar ist es nicht der richtige Weg. Spurtkröte. Das könnte ich hier noch benutzen. Schwertgras. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ausdauer. Was kann ich mir denn, wenn ich so eins nehme? Die Hand. Und das mit dem kombiniert, dann habe ich doch eine Eismedizin eigentlich. Mann, jetzt habe ich wertvolles
weißes Gelee verschwendet. Okay, das lasse ich lieber mal. Wie viel dubiose Matsche habe ich jetzt eigentlich schon? Oh, mehr als genug. Es füllt ein Herz auf, aber das, ja, lohnt sich nicht gezielt zuzubereiten. Gut, ich würde sagen, ich halte mich erstmal an bekannte Rezepte. Edelgeflügel nehmen wir zweimal einfach so, ohne Effekt. Fleischspieß. Siehst du, jetzt habe ich auch zum ersten Mal die dubiose Matsche hinbekommen. Oder eher nicht hinbekommen. So, und noch eins. Ansonsten kombiniere ich wieder mal ein bisschen. Einmal das nicht essen. Schleichschnecke. Was machen wir denn da noch Hübsches? Und wenn ich dazu jetzt ein Gelee tue. Matsche, ne? Das wird Matsche. Ja. Mit 1,5. Herzen immerhin. Schade, war ein Versuch wert. Da hätte ich vielleicht nicht das Edle nehmen sollen. Hand. 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 Bisschen was für einen Angriff. Kraft, Fleischspieß mit Pilzen. Erhöht deine Angriffskraft. Üppiger Spieß mit frischem Fleisch und verschiedensten Geschenken der Natur. Dann zum guten Schluss nehme ich das noch unten mit dem Sternsplitter. Was das wohl geben würde, ich glaube nichts Gutes. Spurtlotus, Glutling. Dann machen wir doch wieder jetzt einen Glutling mit dazu. Als Hitzeschutz. Saftiger, scharfer Fleischspieß mit Pilzen. Lässt dich große Kälte aushalten. Ach so, das ist jetzt. Ja, verstehe. Logisch, mit Kälte. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir das Edelwild und kombinieren das mit einer Maxi-Trüffel. Das kann auch nur gut werden. Volle Heilung und ein zusätzliches Herz. Wow, Maxi-Fleischspieß mit Pilzen erhöht zeitweise die maximale Anzahl der Herzen. Üppiger Spieß mit frischem Fleisch und verschiedensten Geschenken der Natur. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann nehme ich ein Wild. In die Hand habe ich noch ein Maxi irgendwas. Irgendwas habe ich nur noch Maxi, oder? Nö. Dann nehmen wir Ziegenbutter noch dazu. Das kann auch nur lecker werden. Echt? Nur ein Fleischspieß ist es geworden? Okay. Die Butter hat wohl nicht gezählt. Kann ich eigentlich die Tentakel grillen? Geht das? Nein. Och Mensch, das ist aber. Ich meine, gegrillte. Ach, das ist ein Exalfrost. Ach so, ups. Ah, ja, klar, logisch. Ich dachte, das wäre ein Tentakel. Da habe ich jetzt gedacht, nee, Moment mal. Also, mit Tintenfischarmen habe ich aber schon gegessen, mein Lieber. Ja, und ansonsten machen wir einfach mal das, das und das. Und dazu noch ein Schwertling. So. Und mal das volle Programm. So, ansonsten sind wir durch, richtig? Ja, wir sind durch. Oh Gott. Jetzt habe ich aber genug dubiose Matsche. Also, ich habe einen Schleim genommen. Und dann noch ein Getier. Warte mal, wenn ich den Schwertkäfer nehme. In die Hand. Bringt mir das was? Auch nur Matsche. Nee, eine Kraftmedizin. Okay, das hat jetzt funktioniert. Aber ich hätte, wie gesagt, gerne einen Eisfederbeißerflügel. Aber die Flederbeißerflügel kann ich, glaube ich, nicht benutzen. Was ist, wenn ich das mit dem kombiniere? Soll ich es riskieren? Nee, ich versuche es erstmal mit denen. Da habe ich mehr. So. Dann kriege ich jetzt Elektromedizin. Nee. Okay, da habe ich wohl nicht die richtigen Sachen. Okay, alles klar. Jetzt muss ich gucken. Will ich was verkaufen? Eigentlich nicht. Was gibt es hier sonst noch so zu sehen? Was ist das? Ein schönes Bild. Mit dem Todesberg drauf. Sehr cool auf jeden Fall. Wer bist du? Mero. Wenn ich nur auch so malen könnte. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen.
Uzu, der Besitzer des Stalls, hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachtet den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Das muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Das Gemälde des Stalls. Ach, ein Schrein. Okay. Haben wir jetzt irgendwie einen Secret-Schrein bekommen? Oder? Moment mal. Was genau war das jetzt? Schreine. Das Gemälde am Stall von Berge zeigt den Stall den Vulkan vom Süden aus. Bei genauem Hinsehen fällt ein Detail besonders auf. Warte mal. Ja, der Schrein, ne? Oder was meinen die? Ein Detail fällt auf. Genau, der Schrein. Also so ganz verstehe ich, sollen jetzt einfach Tipps sein, wo ein Schrein ist, den man vielleicht sonst nicht so einfach entdecken würde. Und das ist doch... Das kennen wir doch. Sehr schön auf jeden Fall. Das ist plötzlich ein Pyromagus aufgetaucht. Das ist doch... Ich will mich nicht völlig blamieren, deswegen sage ich es die ganze Zeit nicht, aber das ist doch... Epona's Lied, ne? Ja. Wenn mich alles täuscht, dann ist das Epona's Lied. Sehr schön auf jeden Fall. Was gibt's denn hier noch? Ach guck mal, Holzbündel brauchen wir auch noch. Und Blutlinge. So, schön. Okay, alles klärchen. Dann würde ich aber fast sagen, gehen wir in Richtung Schrein. Und der ist ja, wie wir auf dem Bild gesehen haben... Warte mal, wo ist der Todesberg? Sekunde mal. Da ist der Todesberg und also ist hier so der Schrein. Ich bin jetzt völlig durcheinander gekommen. Ich habe mir die ganze Zeit gesehen, problemlos. Warte mal, kann ich den Vogel treffen? Nein, natürlich nicht. Mist. Ach, dann halt nicht. Okay, so. Ich bin durch unseren Abstecher hierher zum Stall jetzt völlig durcheinander gekommen, wo eigentlich der Schrein nochmal genau war. Ach, da ist der gewesen. Ah. Aber ist das der Schrein vom Bild? Nee, ich glaube nicht, oder? Wie dem auch sei, zu dem wollte ich ja hin ursprünglich. Ich bin ja auch blöd, ich hätte ja auf die Karte gucken können. Ich habe mir den ja markiert. Ach ja. Man kann sich's auch schwer machen. Das Blümchen nehmen wir noch mit. So frustrierend. Irgendwie ist der Turm so nah und doch so fern. Der Moakishito-Schrein. Den aktivieren wir auf jeden Fall mal, gehen rein und versuchen ihn zu lösen. Aber ob mir das gelingt, ist die andere Frage. Wir gehen einfach mal rein. Perfekt, da wären wir. Die Kugel öffnet den Weg. Ah, das klingt wieder nach was für mich. In Klammern nicht. Okay, die Kugel öffnet den Weg. Okay, da rollen Kugeln in die Lava. Ja, so kann man auch Geld und Ressourcen verschwenden. Und da rollt die Kugel auch lang. Wohin? Da rein, auch in die Lava. Die Kugel öffnet den Weg. So, so. Also, ich denke mal, hier ist das Stasis-Modul gefragt. Irgendwann. Die halte ich mal an. Einfach aus Prinzip. Okay. Warte mal. Wo ist hier überhaupt irgendwas? Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Wenn ich eine Kugel anhalte, halte ich ja automatisch hier die anderen an und verursache hier einen Stau, ne? Ja, ich sollte weg, 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 weg. Ah, ich verstehe. Ne, ich verstehe nicht. Warte mal. Momentchen mal, wie läuft das hier? Also wirklich habe ich es noch nicht verstanden.
Ich halte die mal an. Sehr schön, da kann ich unten durchlaufen. Perfekt. Und gehe schon mal zu der Truhe hier. Öffne die schon mal. Ein Ritterschwert. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über eine starke Angriffskraft, weshalb es heute bei Abenteurern beliebt ist, aber ich habe keinen Platz dafür. Kann ich den Platz dafür schaffen? Er lacht mich schon die dubiose Matsche an. Das sieht ja auch herrlich aus. Ach, der Text scheint nicht giftig zu sein, aber der Anblick ist nicht für Zartbeseitete, deswegen ist es auch verpixelt. Ich finde das einfach so geil. Momentchen mal, was wollte ich eigentlich tun? Ach genau, rausfinden, ob ich was wegwerfen kann. Nee, möchte ich eigentlich gerade nicht. Somit haben wir das abgehakt. Andererseits könnte ich die eine Axt wegtun. Ich könnte vor allem die Dinge mal wegwerfen, weil das will ich, wie gesagt, nicht. Ich will die irgendwie sammeln. Oh, oh, ups. So, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht überrollt werde hier. So. Wir schreien halt doch nicht umsonst den singenden, klingenden Namen. Die Kugel öffnet den Weg. Aber hier muss ja gar kein Weg geöffnet werden. Ich muss mir nur die Kugel irgendwie vom Leib halten. Ah, ich verstehe. Ich könnte ja versuchen... Meine Güte. Ich frage mich, ob mir das gelingt. Kann ich hier hoch? Das wäre hilfreich, glaube ich. Ich muss irgendwie zu einer geeigneten Position. Hier vielleicht. Und muss dann vielleicht das verstopfen. Ne? Ja. Das ist so verrückt, dass es glatt funktionieren könnte. Ja, perfekt. Okay, so war der Name wohl gemeint. Oder wären wir am Ziel? Sonst war ich ja nichts mehr, ne? Ne, die Truhe brauchen wir ja nicht. Ach, perfekt, siehst du? Also den Schrein fand ich jetzt ziemlich einfach. Ich musste kurz drauf gucken, bisschen überlegen und dann habe ich das Ganze geschnackelt. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Schon lange nicht mehr gehört, zu lange für meinen Geschmack, aber jetzt haben wir endlich einmal wieder ein Zeichen gesammelt. Das geht direkt in die Brust. In links überwältigende Brüste. So, Zeichen der Bewährung. Sehr schön. 6 Stück haben wir momentan. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ach ja. Sehr schön, da wären wir wieder an der frischen Luft. Schön. Finde ich gut, dass es so schnell ging. Dann können wir gucken, was wir vielleicht noch machen oder in welche Richtung wir jetzt weitergehen wollen. Will ich zu dem Turm? Eigentlich möchte ich das schon gerne versuchen, aber die Frage ist, wie ich da hinkomme. Nee, da könnte ich hochkraxeln und dann da über die Brücke oder welche theoretisch schon da eigentlich. Ach nee, wir haben ja festgestellt, dass es noch weiter hinten ist. Nee, ich denke die ganze Zeit, das wäre über die Brücke da dann zu erreichen. Aber das sind zwei nicht zusammenhängende Ebenen. Ebenen. Hallo. Tachchen. Und. Ja, perfekt. Hab ihn noch bekommen. Aber für BOTW-Verhältnisse ist auch hier eigentlich reger Betrieb. Oh, guck mal, ein Pyromagus. Hi. Heute ist kein guter Tag zum Sterben. Der hat mich eingefroren. Er hat mich einmal erwischt. Momentchen mal. Wozu haben wir denn dubiose Matsche? Er drückt das eine Auge zu, weil es so schlimm ist. Nein, so perfekt. Moment. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach genau, da habe ich ja festgestellt, dass es im Nahkampf sogar einfacher geht mit dem Pyromagus. Verdammt, er hat mich schon wieder getroffen. Beim letzten Mal ging es doch so gut. Schon wieder, ich glaub's ja wohl nicht. Warte mal. Ich hab das doch so schön und einfach hinbekommen. Ah, perfekt. Jetzt bin ich wieder drin. Bams. Ich glaube, dafür ist die Axt auch nicht geeignet. Das ist, glaube ich, auch das Problem gerade. Warte mal. Da brauche ich was, was schnell schlägt, wie zum Beispiel den Boomerang. Allerdings war er jetzt zu hoch.
Perfekt. Ich hab ihn. Als nächstes muss ich den erledigen noch. Kommt wieder ein Eisflügel, der weiße Flügel. So, perfekt. Okay. Haben wir das Ganze doch überstanden. Da haben wir noch einen Eisstab, aber wir haben ja schon einen. Und einen zweiten brauche ich nicht. Also ich würde fast sagen, ich weiß nicht, soll ich sie wegwerfen? Die sind ja eigentlich nicht wirklich selten, aber trotzdem, ich will aktuell noch nicht. Jetzt ist die Frage, wollen wir mal irgendwie in eine Richtung gehen? Ich schaue mal auf die Karte. Okay, hier geht es dann also wirklich in Richtung Todesberg. Ne? Sieht ganz so aus. Wenn ich hier lang laufe, das ist der Rückweg praktisch. Und da ist Tesla. Guck mal, Luftlinie sind wir gar nicht so weit auseinander. Das ist alles nur wegen dem Gebirge. Da sieht das alles so, ja, ganz weit aus. Wo wollen wir hingehen? Ich würde sagen, wir folgen dem Weg doch. Ja, machen wir einfach mal. Hier wäre es natürlich wieder angenehm, ein Pferd zu haben. Warte mal. Wo ist denn genau der Sattel versteckt? Geisterhafte Rüstung? Nein, das suche ich nicht. Traumhaus, ja, machen wir auch noch. Verborgene Kräfte. Das stimmt, das ist ja auch noch offen. Pura hat dir angeboten, etwas für dich zu tun, wenn du ihr im Gegenzug antike Materialien besorgst. Aha. Ach, und da müsste ich Pura nach weiteren Details fragen. Okay, Prüfung der Krogs haben wir noch. Rumi. Der Wildfang. Ah, das ist unsere erste Nebenaufgabe gewesen, glaube ich, bekommen haben. Was ist das? Kooperation mit Xenoblade Chronicles 2. Vom Zentrum der größten Brücke nach Süden, vom linken Auge des Totenkopfs nach Osten, vom durchstochenen Gipfel nach Südosten. Blicke in den Nachthimmel auf und folge den roten Sternschnuppen. Und noch zu finden, 3. Ach, das ist eine Xenoblade Chronicles 2 Aufgabe. Okay. Was? Wo? Teleportation? Ist es das? Nee, das ist die... Das ist sie nicht. Helm des Usurpators. Blaues Wild, Windgewand, Mütze des Händlers, Leibwache. Da, hier. Antikes fürs Pferd. Das ist das Stall der Hochebene. Und da sind wir nun gerade nicht. Okay. Aber den Sattel hätte ich wirklich sehr gerne. Wenn ich den einstelle... Wo genau ist denn der Stall der Hochebene eigentlich? Wo ist das bitte? Ach da, sind sie da am Arsch der Welt. Nee. Das müssen wir verschieben. Kann ich mir mal merken? Ich glaube das, oder machen wir das sogar jetzt? Ah, ich bin unschlüssig, aber ich würde sagen, erstmal gehen wir ein Stückchen und erkunden Elden ein bisschen. Das hatte ich mir ja vorgenommen, habe ich ja gesagt. Das mache ich auch ein bisschen. Denn wir sind ja immer noch nach etwas auf der Suche, was mich vor der Kälte schützen könnte. Und das ist der Pfad zum Todesberg. Und da wollte ich ja eigentlich noch nicht lang. Nee. Zum Todesberg will ich ja eigentlich noch nicht. Da ist Ranel. Da hat das Dorf dazu aus. Sie sind sehr nah eigentlich. Wohin geht's als nächstes? Oder doch in Richtung von dem Turm dann, demnächst. Müssen wir sehen. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Video. Tschüss.